Hallo ihr Lieben, ich bin Franziska Kurobka und ich werde am 10. Dezember 2018 im Admiralspalast bei Elegies mitmachen, einer AIDS-Gala, wo wahnsinnig viele meiner Kollegen mitmachen, auch wirklich bekannte Kollegen, nicht so wie ich. Und ich wurde gefragt, warum ich mitmache und ob AIDS überhaupt noch ein Thema ist und habe mich ein wenig informiert. 1990, 8,9 Millionen Menschen haben den HIV-Virus. Und dann könnte man denken, ja, 1990 ist eine Weile her, wir sind inzwischen aufgeklärt, AIDS ist ja nicht mehr so ein Thema, habe ich mich informiert. 2016, 36,7 Millionen. Ist nicht so gut, finde ich. So, jetzt kann man natürlich auch noch sagen, ja, gibt ja jetzt Medikamente, man stirbt nicht mehr dran, mach mal nicht so ein Heckmeck. Ja. In Deutschland allein sind 14,5% nicht diagnostiziert. Das heißt, sie werden andere anstecken und wahrscheinlich sterben, nicht wahr? Oder ganz schlimm enden, kenne ich auch ein paar. Ist nicht so schön, kann ich an dieser Stelle sagen. Und deswegen würde ich euch bitten, an die Deutsche AIDS-Hilfe zu spenden. Oder ihr kauft euch Karten. Oder... Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt ein Bundesland, wo nur 0,2% der Menschen HIV haben. Da könntet ihr hinziehen und das wäre Brandenburg. Also ihr habt die Wahl. 10. Dezember Admiralspalast oder Brandenburg für immer. Tschüss.